Für den Herrn Bahnhofsvorstand ist es ein Zug wie der andere, P1671. Und wenn der Volksmund zu der Schmalspurbahn mit der bescheidenen Spur von 75 cm Spänle sagt, dann spricht nicht Geringschätzung daraus, sondern die gleiche Liebe, die aus einem Schatz ein Schätzle macht. Es gibt sie noch, die berühmte Schwäbische Eisenbahn, auch Feuriger Elias, Entenmörder, Expresszügle genannt. Expresszügle wegen der unerhörten Spitzengeschwindigkeit von 30 km in der Stunde. Aus der liebevollen Anteilnahme des Volkes erkennt man die einstige Bedeutung der kleinen Schmalspurbahn. Vor 60 Jahren half sie entscheidend mit, gar manche Gebiete unseres Landes zu erschließen. Gebiete abseits der großen Verkehrswege. Das war die Glanzzeit des Bähnle. Es war die Zeit, in der man ihm, wie fast allen bescheidenen Nebenbahnen, eine große Zukunft voraussagte. Von allen Hoffnungen und guten Wünschen um die Jahrhundertwende ist nur das Zügle selbst übrig geblieben. Wohl hat es in unserer Zeit noch einmal eine gewisse Rolle gespielt, in der schlechten Zeit der Nachkriegsjahre als Hamsterbähnle, aber das ist heute vergessen. Die Zeit ist viel schneller dahingerollt, als das Bähnle folgen konnte. Auch Blumenpflücken während der Fahrt ist untersagt. Wenn man hier so Jahr um Tag fährt, da kennt man jeden, der auf der Schmalspurbahn mit uns so mitfährt. Besonders im Berufsverkehr ist einem jeder bekannt. Und es ist daher auch nicht notwendig, dass man da so ganz streng die Fahrkarten kontrolliert. Sonntags ist es etwas anders. Da kommen Fremde, Ausflieger, Wanderer, die sich da unsere schöne Gegend besehen. Und ich freue mich immer, wenn ich da den Zug richtig voll habe. Nach den Statistiken und der Konkurrenz auf der Straße müsste das Bähnle längst aufgehört haben zu existieren. Lebensfähig war es eigentlich nie, aber sehr munter. Bahnsteigkarten kennt man nicht auf den Bahnhöfen der Bimmelbahn. Liegen sie doch meist dort, wo sich Fuchs und Haas gute Nacht sagen. Hier sind die alten Lokomotiven schon in Pension gegangen. Das ändert nichts an der Romantik solch einer Fahrt. Zehn Minuten vor Abfahrt eines Zuges muss der Schalter laut Dienstvorschrift geöffnet werden. Einschließlich der Putzfrau verfügt die Herzfeldbahn bei einer Streckenlänge von 54 km über 48 Arbeiter, Angestellte und sogenannte Bahnagenten, wie die Frau Bahnhofsvorsteher. Einmal an und zurück, bitte. 92. Dankeschön. Sie muss Fahrkarten verkaufen, die Sicherheitsbestimmungen und Dienstvorschriften erfüllen. Sie muss Güter verfrachten, die Post entgegennehmen, regelmäßig abrechnen, Züge abfertigen. Und oft gibt es keinen Urlaub, weil kein Ersatz für sie da ist. Die Herzfeldbahn durchfährt einen Sonntagswinkel unseres Landes. Mitten im Walde gibt es Haltestationen mit Namen wie Brünstholz,
Bärenloh, Höllhau, Waldhausen, Glashütte, Haltestellen ohne Dörfer ringsherum, Haltestellen für Holzverladungen, Waldarbeiter, Bärensammler, Wanderer, der Zug hält je nach Bedarf. Aber alle Schönheit der Landschaft kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie unrentabel die Herzfeldbahn ist. Ob Triebwagen oder Dampflokomotive, es sieht finster aus ums Bähnle. Schade, nur noch zweimal am Tage erleben wir die Durchfahrt unseres Bähnles in Thalheim. Früher verkehrte der Zug über 6 oder 8 Mal am Tag und seit einiger Zeit wird es nun zu einer Seltenheit. Für alle Bürgermeister längste Schmalspur ist das Bähnle zu einer Prestigefrage geworden. Wer möchte schon, dass der Ortsname aus dem Kursbuch der Bundesbahn verschwindet? Man würde in Bedeutungslosigkeit versinken oder gar in Vergessenheit geraten. Ohne Bahnhof lebt man doch nur auf dem Lande. Und Landtagsabgeordnete bitten in Landtagssitzungen die Regierung von Baden-Württemberg um Verhandlungen mit der Bundesbahn, weil wieder eine Bahnstation aufgehoben worden ist, aufgehoben werden soll. Man kann den verantwortlichen Männern der Bundesbahn und den Direktoren der Privatbahnen keinen Vorwurf machen, dass sie etwa für das Bähnle samt Romantik nicht genug Verständnis aufbrächten. Aber trotz der viel gepriesenen Liebe des Volkes zum Bähnle, man benutzt es nicht mehr. Es ist zu umständlich, zu langsam. Ganze Strecken müssen stillgelegt werden. Ein Bahnhof, auf dem kein Zug mehr ankommt, kein Zug mehr abfährt. Aber Fahrkarten gibt es noch, wohin man will. Im Wettrennen zwischen Straße und Schiene scheint er zu siegen. Vorläufig existieren sie noch, die alten Veteranen. Und sie fahren auch noch einmal im Jahr bei der Rübenernte. Deshalb die Wartung. Also es geht dann um den Robben, ne? Ja. Ein Kapitel schwäbischer Eisenbahn wird abgeschlossen. Aber in der Erinnerung wird es noch lange fahren, das Bähnle.